Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Feed the Beast. Ja, in der heutigen Folge wollen wir uns um etwas Höllisches kümmern. Und wenn ich was Höllisches sage, ja, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, was ich meine. Nämlich ein Portal in die Hölle. Warum will ich unbedingt in die Hölle? Ich brauche Glowstone. Und wozu brauche ich Glowstone? Ja, unsere Turtle ist ziemlich weit nach unten gekommen, wenn man sich das mal so anschauen darf. Und zwar, gehen wir einfach mal schnell hin, haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Und ja, es ist ziemlich tief. Ich denke mal, es ist schon fast auf dem Boden angekommen. Und ich habe jetzt nicht immer Lust, mich hier ständig runter und wieder rauf zu graben. Das dauert in jeder Folge bestimmt 4 bis 5 Minuten, bis wir das geschafft haben. Deswegen habe ich mir überlegt, eventuell hier in den Berg, hier haben wir ja schon mal ein bisschen Stein mal geklaut. Wenn wir uns hier vielleicht ein Portal reinbauen, das wird ja gerade hier so passen, so schön versteckt hinterm Berg. Ich glaube, das lässt sich gut einrichten hier. Dafür hole ich mal ein bisschen Lava, das heißt also, wir werden uns dieses Portal gießen, da wir ja kein Obsidian haben. So, das habe ich gesucht, aber wir haben ja ein paar Eimerchen. Und da gehe ich einmal mal ganz kurz frecherweise hier hin und schnapp mir hier einfach mal ein paar Eimerchen Lava. So, 6 Stück Hammer. Zack, wieder zurück. Die Methode werde ich übrigens auch verwenden, um mir unten erstmal ein bisschen mehr Strom zu besorgen. Ganz einfach, wir werden dann geothermalen Generator einfach mal hinbauen und den einfach dann mit Lava versorgen. Das sollte eigentlich unser Stromproblem fürs Erste natürlich mal ein bisschen verbessern. So. Da haben wir schon mal das erste Teil des Portals. Jetzt muss natürlich hier überall noch Obsidian hin. Das heißt also, das müssen wir jetzt auch gießen. Aber dafür würde ich mir ganz gerne hier ein bisschen Gras noch nehmen, sage ich mal so. Dann gießen wir jetzt mal die Ecken. So. So, bleibe ich hier natürlich schön stehen. Oh, soll ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr besorgen? Eventuell so. Das können wir gleich wieder alles aufbauen. Ist ja alles kein Problem. Wir müssen noch ein paar Mal laufen wahrscheinlich, damit wir genügend Lava haben. Ein Eimer Wasser habe ich auch zu viel. Ah, ist egal, passt schon. Kippen wir gleich einmal wieder drauf. So. Ah, das war natürlich Fail. Der muss natürlich ein Stück höher. So muss er. Ah, müssen wir nochmal umsonst die Lava hier gerade verschwendet. So. Wir sind jetzt 2 hoch. Einen müssen wir noch. Korrekt. Korrekt. Einen müssen wir noch. Das heißt also, den hier müsste ich sowieso mal ganz kurz wegnehmen. Ja, ist egal. Machen wir das hier ganz so ein bisschen kaputt. Werden wir gleich wieder verschönern. So, das heißt, hier kommt nochmal Lava hin. Nochmal Wasser oben drüber. Und die Schaufel kommt jetzt wieder zum Einsatz, das ganze Gebilde hier wieder abzubauen. Das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus. So. Jetzt natürlich erstmal wieder neue Lava-Eimer besorgen. So, die ganzen Eimer natürlich wieder zusammenfügen. Wunderbar. Und schnell wieder durchs Portal etwas Lava besorgen. Ach ja. Ja, währenddessen kann ich mal eine Kommentarfrage beantworten. Und zwar haben wir mal wieder eine bekommen. Haben wir im Tekkit Let's Play schon mit angefangen. Und zwar von Heiß Marco. Der hatte gefragt, ob wir in Feed the Beast mit Biomass arbeiten wollen, sollen, können. Wusste erst nicht, was das ist, also habe ich erstmal nachgeguckt. Das ist also eine Art Treibstoff, kann man das verwenden. Wird für Engines benötigt, ich weiß nicht, wo man sie noch alles für benötigen kann. Werden wir mal schauen, ob wir das irgendwo anwenden können, mal als Energiequelle. Weiß ich noch nicht, ich habe noch keine große Idee, wo ich es anwenden soll. Deswegen werde ich einfach mal gucken.
Und wenn sich irgendwo einsetzen lässt, warum nicht? So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Hier drauf müsste das doch jetzt eigentlich, oder nicht? Jetzt gerade ein bisschen verwirrt, aber ich glaube schon. Will nicht hoffen, dass ich mich jetzt vertue. Deswegen gucke ich lieber nochmal. So. Wenn ich das mal hier rausschlagen darf. Das ist jetzt 1, 2, 3 hoch. Das ist 2 breit. Und wenn jetzt da drüber wieder 2 kommen, ist das in 3 mal 2. Okay. Dann stimmt es doch eigentlich, was ich hier mache. Haben wir sogar einen Lava-Eimer schon mehr als wir brauchen. So. Ich denke, das sollte unser Portal sein. Ganz altmodisch gegossen. So, jetzt können wir hier natürlich wieder so ein bisschen das Portal verstecken. Hier wieder ein bisschen zumachen. So. Soll jetzt hier einfach so in den Berg einfließen. Dafür brauchen wir ein bisschen mehr Erde. Und dann können wir uns auch schon mal gleich einen Flint in Steel machen. Die ganzen Sachen ablegen, die wir nicht mehr brauchen, was jetzt nicht allzu viel ist, damit wir nicht zu viel verlieren. Ich weiß gar nicht, soll ich unbedingt Rüstung mitnehmen oder sterben wir? Ich weiß es nicht. Wo sind die restlichen Eimer? Das sind jetzt nur 5. Irgendwie fehlt ein Eimer, oder? Wo ist ein Eimer hier hin? Wo ist der letzte Eimer hin? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Haben wir irgendwo verloren scheinbar. Wird uns bestimmt noch mal irgendwo begegnen. So, ein Flint in Steel. Die Schaufel lasse ich hier. Dann mache ich mir einfach mal... ne, Schaufel brauche ich ihn eh nicht. Und wenn, dann haue ich das einfach per Hand kaputt. Ich baue mir noch eine Spitzhacke aus Eisen. Die andere ist ja nämlich bald kaputt. Dann haben wir einen Flint in Steel. Und wir haben hier Rüstung. Ja, okay, ist gut. Die nehmen wir jetzt einfach mal mit. Dann sterben wir jedenfalls nicht allzu schnell. Und ein bisschen Erde wollte ich mir mitnehmen. Zum einen zum Hochbauen, zum anderen zum Verschönern. Und ich sehe gerade, so viel Erde haben wir gar nicht. Wow. Wirklich wenig Erde. Naja, gut, egal. Kriegen wir auch mit der wenigen Erde schon irgendwie hin. Verschönere das Ganze hier noch so ein kleines bisschen. Dann haben wir hier so ein verstecktes Portal. Ja, es geht, glaube ich. Zünden das an. Ja. Ich hoffe, das hören wir jetzt beim Haus nicht. Nö, ist ruhig. Perfekt. Schwert in die Hand. Ich werde hier noch ein bisschen Licht machen. So. Schwert in die Hand und rein geht's. Das, was wir also jetzt primär suchen, ich hoffe, wir kriegen einen guten Spot. Was wir primär suchen, ist natürlich, ja, Glowstone. Und wir haben so kleine Lags, wie ihr gerade merkt, wahrscheinlich auch am Sound, weil die ganze Welt hier generiert wird. Okay, warum ist da ein Punkt? Ich weiß es nicht. Was ist das hier für ein Punkt? Auf jeden Fall ist das eklig anzusehen. Waypoint, Ausgang Höhle, zeigt er mir jetzt hier an in der Welt oder was? Tatsächlich. Ja, das ist ein bisschen imber der Waypoint. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt im Prinzip hier das Portal gesetzt hätte oder ein bisschen tiefer dort, wäre ich da rausgekommen. Ja, super, okay. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Waypoint, das lassen wir jetzt einfach mal weg. Was ich machen wollte ist, sonst kriege ich hier gleich den totalen Flash in den Augen. Video-Settings, Animationen und zwar. Ich glaube, Terrain Animations sind's. Oder Texture Animations. Ich weiß es nicht. Ich mach mal die Terrain Animations aus. Ich hoffe, das behebt dieses ganze Netherzeug. Also, das ist eher echt übel. Das könnte jetzt einen kleinen Augenblick dauern. Kann ich noch was anderes erzählen? Und zwar heißt Marco, wollte auch noch wissen, ob wir was mit Steve Katz machen. Und ja, wir machen auch was mit Steve Katz. Also, ich hatte eine Baum. Plantage im Sinne, die wir, denke ich mal, irgendwo hinterm Haus aufbauen werden. Und das war's sogar. Perfekt.
Wunderbar, hat das auch geklappt. Entschuldigung dafür, dass es ein bisschen Zeit gekostet hat, aber es nützt ja nichts. Ja, wir werden auf jeden Fall mit Steve Katz was machen. Baumplantage ist geplant. Wenn ihr noch natürlich Ideen für den Steve Katz der Sache habt, was wir realisieren sollen vielleicht oder können oder wollen, ich weiß es ja nicht, dann könnt ihr das natürlich immer gerne vorschlagen. Also, da bin ich natürlich immer offen, was Vorschläge oder was es an Vorschlägen dann so gibt. Wir haben bestimmt irgendwas noch umsetzen können. So, Steve Katz hatte ich. Die letzte Sache war, ob ich ein Turtle-Programm schreibe. Ich weiß es noch nicht. Es kommt jetzt darauf an, wie viel Zeit ich momentan habe. Daran mache ich das jetzt alles abhängig, ob ich mir selber ein Turtle-Programm schreibe oder was mir besorge aus dem großen, weiten Netz. Es gibt ja schon so viele Programme, die geschrieben worden sind. Warum das Rad auch irgendwie 10.000 Mal neu erfinden, macht ja manchmal auch keinen Sinn. Ja, ich weiß es noch nicht, aber auf jeden Fall würde ich es nicht im Let's Play programmieren, wenn ich es selbst programmieren würde. Hat einfach den Grund, dass es ziemlich langweilig sein kann, wenn ich jetzt irgendwie 20.000 Funktionen schreibe und ja, muss auch manchmal ein bisschen drüber nachdenken und dann könnte es doch ein bisschen langweilig im Let's Play werden. Also wenn, dann würde ich es auf jeden Fall nicht im Let's Play machen. Da ist auf jeden Fall ein Ghast. Ich hasse Ghasts. So, da müssen wir uns aber jetzt drum kümmern. Denn, aua, den habe ich doch zurückgeschossen. Willst du mich verarschen? So, komm her. Na? Komm her. Oh, komm her. Bleib hier. Fast. Wir kriegen dich noch. Ich schaff dich. Komm her. Yes! Nein! Ach. Ach. Wir haben ihn geschafft, aber leider ist die Träne... Ja, die Träne ist leider in die Lava gefallen. Ach, schade. Oh, und da ist auch keine Magma Cream rausgekommen. Naja, was soll man machen? Man kann ja nicht alles haben. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Gaskillen haben wir gerade erledigt, damit er uns nicht das Portal wieder kaputt macht. Wobei, wir haben ja eigentlich einen Flint and Steel dabei. Also das wäre jetzt kein Problem gewesen. Schnell mal wieder zurück. Ich habe auch keine Netherfestung in der Nähe gesehen gerade. Deswegen, da müssen wir uns nochmal dann drum kümmern in einer anderen Folge. Glowstone-technisch schaut es dementsprechend aber schon vielversprechend aus. Dementsprechend vielversprechend. Ist doch eine ganze Menge. Muss ich ja zugeben. Was wir jetzt natürlich nachgucken müssen, ist, wir wollen uns ein Jetpack bauen. Da gibt es natürlich jetzt schon verschiedene Varianten. Advanced, die erweiterten Jetpacks. Wir wollen uns den normalen Electrical Jetpack bauen. Der sollte wie folgt funktionieren: mit etwas Refined Iron, einer Bad Box, ein Advanced Circuit. War das nicht damals sogar nur ein normaler Circuit? Ja, kann auch ein Advanced Circuit gewesen sein. Etwas Refined Iron, eine Bad Box. Eine Bad Box, das könnte ein bisschen problematisch werden. Ich weiß nämlich gar nicht, wie viel Zinn wir im Moment haben. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen was. Hier ist ganz wenig. Das könnte echt ein Problem sein. Schauen wir hier nochmal. Hier haben wir Silber, hier haben wir Nickel. Aber nicht so wirklich Zinn. Was ich hier schon mal durchschicke, ist auf jeden Fall Eisen nochmal, damit wir Refined Iron bekommen. Das ist schon mal schlecht, um das mal so ausdrücken zu wollen. Das heißt also, wir gehen gleich eben schnell ein bisschen Zinn besorgen für die Batterien. Ich werde mir übrigens auch einen Minimum Stone jetzt herstellen. Ja, es gab ein paar mehr oder weniger Abstimmungen ja von euch und die meisten haben gesagt, ist okay, du kannst dir einen herstellen, ist nicht allzu schlimm, dass wenn du dir einen herstellst. Also werden wir uns wahrscheinlich auch einen herstellen.
Wo gehe ich denn jetzt ein bisschen Zinn farmen? Das ist jetzt eine andere Frage. Wir könnten ja eigentlich mal da unten in dem Höhlensystem nachgucken, ob wir da vielleicht auf die Schnelle etwas Zinn finden. Wir sind aber hier ziemlich tief für Zinn. Ich glaube es nämlich schon fast nicht, dass wir hier Zinn auf Anhieb finden. Das heißt also, ich muss hier irgendwie einen Gang nehmen, der ein bisschen höher geht. Wie zum Beispiel dieser hier. Hier ist Gold. Gold nehme ich schon mal mit. Machen wir so eine kleine Mining-Exkurs, Tour, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Aber ohne Zinn kriege ich den Jetpack leider nicht fertig. So, ist das Zinn? Das dürfte doch Zinn sein. Ja, das ist Zinn. Wunderbar. Das heißt also, hier die Ebene können wir auf jeden Fall nach Zinn absuchen. Das sind diese Charts, oder? Ja, das sind die Erdcharts. Die werden wir für Stormcraft noch benötigen. Deswegen nehme ich die auch schon mal mit. Also alles, was wichtig ist, nehmen wir jetzt einfach mal mit. Machen wir hier wirklich so eine kleine Tour. Was soll's? Wir haben ja Zeit, ne? Let's Play soll ja nicht in 50 Folgen, wie so einige schön gesagt haben, zu Ende sein. Sondern wir wollen ja was davon haben. Also können wir auch ruhig hier ein bisschen Zeit nochmal wieder hier in der Höhle verbringen. Oh, das sind grüne. Genau, ihr wisst, was ich meine. Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Ohne jetzt hier in die Lava zu fallen, am besten noch. Ah, das könnte also. Das könnten wir mal so machen. Arbeiten wir uns da so ein bisschen rüber. Haben wir nicht genügend Stein? Was haben wir sonst noch zu verbauen? Nichts natürlich. Ich sollte mir öfters mal wieder angewöhnen, etwas Stein mitzunehmen. Oder haben wir gerade Zinn freigelegt? Haha. Als hätten wir es geahnt, dass da Zinn ist. Wie viel Zinn brauchen wir denn? Wir brauchen 3 Batterien, das heißt, wir brauchen 12 Zinn. Wir kriegen mal 2, das heißt also, wir brauchen 6 Barren. Wir haben 6 Barren, sage ich schon. Wir brauchen 6 Erz. 6 Erzhammer, sprich, das reicht. Ne? Ja, ich denke, ich habe mich nicht verrechnet. Ansonsten ist es halt jetzt peinlich. Egal. Also mit 6 sollten wir hinkommen. Wenn wir noch ein oder zwei sehen, könnten wir natürlich die auch noch mitnehmen. So, hier geht's wieder zurück. Dann hier zurück. Hier irgendwo wieder rum. Mal sehen, ob ich es ohne den schönen, aber feinen Banner finde. Also ihr wisst schon, was ich meine, die Map-Anzeige finde. Weil die mussten wir gerade ausschalten. Ah ne, das ist Aquarium, ich wollte gerade sagen. Ich hoffe, es war hier irgendwo lang. Wahrscheinlich habe ich mich schon wieder total verlaufen. Rote nehmen wir natürlich auch gerne mit. Wenn die schon so wenig hier sind, Eisen nehmen wir auch mit. Wenn die schon mal hier sind, nehmen wir sie natürlich gleich mit. So, zack. Ja, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Also machen wir schnell Map, Höhle, Ausgang. Ja, so weit weg war es ja doch gar nicht. Verdammt, ich hätte einfach nur hier lang laufen sollen. Mann, das hätte man doch sehen müssen. Also echt, schäm dich. So, hier rein. Und jetzt wollten wir uns ganz kurz Zinn merceraten und Zinn einschmelzen. So, etwas Zinn durchlaufen lassen. Wir hätten auch eigentlich gucken können, ob nicht eventuell unsere Mining Turtle was gefunden hat. Aber so haben wir jetzt ja natürlich auch wieder ein paar Green Sapphires bekommen. Das heißt, wir können uns auch noch eine zweite Turtle anschaffen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. So, haben wir irgendwo schon Gunpowder hier? Ich weiß es nicht. Ich tue jetzt einfach mal so das Zeug hier überall so ein bisschen rein. Ach so, ja, genau. Apropos, wo ich hier gerade durchstöbere. Flint hat auch dieses Werkzeugsymbol und ich habe den Tipp bekommen, dass ich das Werkzeugsymbol für diesen Thermometer angeblich gebrauchen kann. Das werde ich jetzt einfach mal überprüfen. Da hat er ganz kurz zwei durchgestottert, aber hat nichts gefunden. Ich glaube, wenn wir Gravel durch den Mercerator jagen, kriegen wir auch Flint, oder? Ich hoffe doch. Deswegen werde ich jetzt einfach mal, obwohl wir können es ja auch einfach machen. Wir machen uns einfach ein paar
Schaufeln, das war sein Tipp. Schaufeln machen und dann die einfach da durchdonnern. Die haben natürlich auch das Werkzeugsymbol. Da können wir uns, mal ganz kurz, ich habe mir irgendwo hier den Namen doch aufgeschrieben. Wartet mal. So, ich nehme natürlich ein paar Schaufeln mit. Probieren wir es natürlich erstmal aus. Schaufel. Nein, das Werkzeugsymbol war es leider nicht. Corbinisten King. Corbinisten King, würde ich eher sagen. Ja, haben es heute mit der Aussprache. Ich habe mich schon echt eine Sauklaue dahin geschmiert. Alle Sachen, so die ich fürs Let's Play brauche. Jetzt habe ich natürlich zu viele Schaufeln gemacht. Warum haben wir den ganzen Schaufeln? Ah, keine Ahnung. Also, Werkzeugsymbol war das letzte leider nicht für den Zorbometer. Corbinisten King. So. Corbinisten King. Gut. Ich wollte es nochmal checken. Okay. Was machen wir jetzt noch? Wir wollten unseren Jetpack bauen. Okay, er bringt mich hier schon komplett vom Thema ab. Dafür brauchen wir auf jeden Fall unser Zinn. Das schmeißen wir hier rein. Dann können wir das noch merceraten. Aber auf jeden Fall, Flint werde ich noch ein paar gebrauchen. Machen wir 16 Stück. Die schmeiße ich da einfach auch mit rein. Ich hoffe, der Strom reicht noch. Ansonsten könnte es eng werden. So. Gucken wir mal, wie viel Strom wir noch haben. Na, so. Strom. Generator ist leer. Die Badbox hat noch etwas. Sollte also reichen für auf jeden Fall das Jetpack. Dann können wir uns jetzt eigentlich einmal um den geothermalen Generator nebenbei kümmern. Generator. Es gibt ja auch den erweiterten, den Thermal Generator. Was braucht denn der mehr? Ach, der braucht jetzt auch schon wieder solche komischen Platten. Okay, dann lass uns doch einfach erstmal Aluminiumplatten, okay. Lass uns ganz einfach erstmal den normalen bauen. Dafür brauchen wir ein paar Empty Cells. Wir haben ja so viel Zinn. Refined Iron und einen normalen Generator. Okay, also heißt, wir hätten noch ein bisschen mehr Zinn gebrauchen können. Scheibenkleister, sage ich da nur. Ja, die letzten sind gerade auf dem Weg. Nützt ja nix. Ich guck gleich nochmal bei der Turtle einfach nach. Ich warte jetzt auf die letzten Zinnsachen und dann nehme ich das Ganze mit nach oben und baue uns schon mal dann, ja, unser schönes Jetpack. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht bei der Turtle noch etwas Zinn ausfindig machen können und einen geothermalen Generator aufsetzen. So, etwas Redstone nehme ich noch mit. Ne, hier war ja noch genügend Redstone. Achso, ich dachte, hier wäre schon zu wenig. Was wir jetzt auf jeden Fall brauchen, ist Copper. Copper. Nehmen wir mal das Copper mit und das Copper mit. Und zwar brauchen wir wieder ein bisschen, ja, Cable. Ich baue gleich mal zwei Stück. So. Daraus bauen wir uns ein Circuit. Kriegen wir auch irgendwie hin. Hier haben wir dann Refined Iron, da etwas Redstone. Den Circuit müssen wir umwandeln zu einem Advanced. Ne, das ist natürlich eine falsch. So. Mit etwas Redstone in den Ecken und etwas Glowstone. Das haben wir hier hingelegt. Ich muss mal so ein Stack hier raus. So, den Advanced Circuit haben wir schon mal. Jetzt natürlich die Badbox. Die Badbox mit etwas Zinn. Machen wir so. Etwas Redstone und etwas Kabel. 1, 2, 3 Stück. Wunderbar. Als nächstes benötigen wir für die Badbox eigentlich nichts mehr, sondern nur hier etwas Holz, ein Kabel und die drei Batterien. Badbox haben wir, den Circuit haben wir, dann war etwas Refined Iron und etwas Glowstone und wir haben unser Jetpack. Wunderbar. Ach ja, fein. Jetpack.
Das heißt also, wir können auf jeden Fall wieder fliegen. Den müssen wir jetzt natürlich noch aufladen. Das Problem ist, das verbraucht jetzt all unsere Energie, die wir noch so haben. Schade eigentlich. Das heißt also, den geothermalen Generator sollte ich doch eventuell noch heute aufsetzen. Dafür haben wir noch 5 Minuten Zeit. Dann ist eine halbe Stunde um. Mehr will ich heute auch nicht machen, weil ich nicht ganz so viel Zeit habe. Das heißt, wir gehen jetzt noch mal ganz schnell hier auf Erkundungstour. Wenn ihr wohl noch bestimmt irgendwo ganz schnell irgendwie etwas Zinn herbekommen. So, gehen wir noch mal hier oben irgendwo lang. Hier waren wir ja schon mal. Wir erinnern uns von ein paar Minuten. Schauen wir hier nochmal. Hier ist ganz viel Eisen auf jeden Fall. Da ist Gold. Ne. Zinn sehe ich leider gerade so auf Anhieb hier nicht. Ah, hier ist eine dicke Cave. Da könnten wir doch Glück haben. So, wo haben wir denn hier? Kommt irgendwo, muss doch hier Zinn sein. Zinn, Zinn, wo bist du? Wo bist du, Zinn? Da ist auf jeden Fall rote Edelsteine wieder. Wir finden jetzt nämlich alles wieder das, was wir nicht brauchen, aber nicht das, was wir brauchen. Das ist immer so ärgerlich. Das heißt also, man ist echt viel mehr mit Meinen beschäftigt gerade, als irgendwie etwas herzustellen. Wobei ich glaube, ich habe es im Moment noch, ja, eine recht gute Mischung drin mit Meinen etc. pp. Aber wie gesagt, sobald wir dann Free haben, die ich momentan für einen Singleplayer, also da wo wir jetzt keinen Server haben, im Moment für besser empfinde als eine Mining Turtle. Also wenn man jetzt auf alle Rohstoffe gehen möchte, also sozusagen durch alle Ebenen buddeln möchte, natürlich ist eine Turtle für Strip Mining wesentlich besser gedacht. So. Gleich sind wir da. Zack, zack. So, wieder zu Hause. Wir brauchen jetzt aber trotzdem noch ein bisschen Kohle, um das Ganze hier einzuschmelzen. Den Generator haben wir ja schon. Das Einzige, was wir also wirklich noch brauchen, ist... ich nehme das hier mal ganz kurz raus, tue hier den Zinn rein. Das Einzige, was wir jetzt also nur wirklich brauchen, ist... ja, den abzugraden. Das Glas dürften wir haben. Das ist der falsche da. Das Glas dürften wir haben, das Refined Iron dürften wir haben. Also wir brauchen übrigens diese Empty Cells. So, mal ganz kurz hier ein bisschen klicken. Das hört ihr jetzt wahrscheinlich, weil ich jetzt extrem drauf haue, dass wir hier das 2 Zinn kriegen. Ne, ich brauche nochmal 2. Oh, mach mal ein bisschen schneller. Komm, hau rein. Wir wollen die Folge beenden dann gleich. Beim nächsten Mal, ja, habt ihr Vorschläge, was wir jetzt speziell machen sollen? Ein Vorschlag von einem Zuschauer, wenn ich hier mal durchblättere durch meine ganzen Seiten, was ich mir so schon aufgeschrieben habe, da habe ich das verpasst natürlich, war von Heinrich Hansi, und zwar, dass wir uns den einen Skelettspawner, wobei ich ja sagen müssen, wir haben ja zwei, die zwei Skelettspawner holen und uns daraus so eine Monsterfalle bauen. Wäre, denke ich mal, nicht verkehrt. Habe ich jetzt 2? Nein, habe ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das andere habe. Jetzt habe ich 13 Dust. Egal, komm. So geht's auch. Schmeißen wir damit rein. Lassen das ganz kurz durchlaufen. Ja, die Skelettspawner holen uns da eine Monsterfalle draus bauen. Skelette sind ja sowieso recht cool, dadurch, dass wir dann, was wollte ich jetzt sagen, etwas Bones farmen können und uns Bone Meal machen können, ist, denke ich mal, auch für das Steve's Cards später nicht schlecht, dass der automatisch auch Fertilizer hat. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr gut, da kommt das Zinn so langsam an. Ich glaube, wir kriegen heute noch hin, dass wir den geothermalen Generator aufsetzen können. So, das lassen wir mal so lange laufen. 1, 2, 3. Last but not least, Nummer 4. Wo kommst du? Da bist du da. Wunderbar. Den werden wir hier mal ganz kurz abbauen. Den werden wir jetzt ersetzen durch einen mit Lava betriebenen geothermalen
Generator. So, dafür brauche ich jetzt aber noch ein paar schöne Empty Cells. Hier kriegt man übrigens bloß 4 statt in Ticket Light haben wir, glaube ich, haben wir da 12 oder so bekommen? Ich glaube schon. So, geothermaler Generator. Schönes Upgrade. Irgendwo haben wir noch, glaube ich, einen Lava-Eimer. Oder auch nicht. Ist ja kein Problem. Einmal durch. Gib mir mal ein paar Lava-Eimerchen. Die schmeiße mal als Energieversorgung da gleich rein. So, geothermalen Generator angeschlossen. Ne, die können wir doch so auch verbinden. Genau. 2, 3, 4 Eimer sind schon mal drin. Wunderbar. Und ja, die sollten jetzt hier erstmal für Power sorgen. Gut, davon können wir uns später natürlich noch ein paar mehr bauen. Einer sollte erstmal für den Anfang, für die Anfangsmaschinen auf jeden Fall reichen. Gut, wir haben den Electric Jetpack, den ich jetzt noch weiter auffüllen möchte. Oh Mann, ich glaube, ich habe gleich alles geschafft. So, den füllen wir auf und dann werden wir beim nächsten Mal das Inventar wieder ein bisschen sortieren. Das ist ja richtig schrecklich, wie das jetzt gerade aussieht. Und dann werden wir die Turtle wieder vernünftig an Gang bringen. Ich freue mich auf nächste Folge. Bis dahin erst einmal. Ciao.